Ja, servus, servus, Leute. In diesem Video wieder Azulein und wir haben mal wieder ein Wiederholungsevent. Ja, meine lieben Leute, das heißt, jedenfalls eben zu einer gewissen Zeit haben die, wofür das Spiel zuständig sind, das so gemacht, dass Wiederholungsevents eine sehr interessante neue Sache hinzugefügt haben, nämlich Tickets. Es sind aber nicht einfach irgendwelche Tickets für was weiß ich, für Müll oder irgendwelches anderes Zeug in diesem Spiel, wo man als Item oder sonst irgendwie vielleicht benutzen kann, das trotz allem nicht allzu relevant ist. Nein, es geht um Tickets, die, jetzt pass auf, unsere Würfel der Weisheiten ersetzen. Plus sogar noch Cash. Ich kann euch das auch hier kurz zeigen. Wir hatten, wie gesagt, es ist natürlich nicht eine Sache, die jetzt gerade erst neu gekommen ist, sondern die ist schon eine Weile so. Das hatten wir schon beim Shinano Rerun, dass wir da auch diese Tickets hatten und das haben wir auch schon vorher nach dem Shinano Rerun so, jedenfalls das, was ich mich noch mag erinnern mit dem Event mit Peter Straße und so weiter und so fort, Nürnberg und so, Prinz Heinrich glaube, da es auch ein Wiederholungsevent war, hatten wir da auch diese Gratis-Tickets, so nennen wir sie, sehr gerne und das ist eine Sache, die sehr willkommen ist, vor allem Spieler, die jetzt zum Beispiel das Event jetzt verpasst haben, aus vielleicht wirklich blöden Gründen oder halt im Spiel sehr spät gekommen sind. Huch, okay. Zum Beispiel kenne ich da ein paar Leute, die sind tatsächlich gar nicht mal so lange da. Die sind erst vor ein paar Monaten oder so, sind die tatsächlich erst gekommen. Und die haben jetzt zum Beispiel dieses Event hier, das ist ein Wiederholungsevent, ein russisches Wiederholungsevent. Es heißt Korowod of Dance Rhyme. Ja, ich sage es dann sowieso. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir los und ich zeige euch einfach mal das wichtigste Zeug. Und das sind natürlich immer wieder, was für Schiffe kann man bauen? Kann man Schiffe mit Punkten bekommen? Kann man Schiffe mit Punkten oder was auch immer das sein soll, kollektiert kaufen? Oder eintauschen, besser gesagt. Und was für Skins kann man sich noch holen? Das alles und vielleicht noch ein bisschen mehr, aber meistens ist es immer nur das, weil ich finde, es muss ja nicht wirklich viel mehr gezeigt. Also, wenn ihr wirklich jede einzelne Information über das Event haben wollt, könnt ihr natürlich auch hier zu diesem Symbol gehen, Notice, könnt ihr da draufklicken und dort sollte es meist eigentlich geschrieben stehen. Ich gehe einfach durch das Wichtigste durch. Ich meine, das könnt ihr natürlich auch selber angucken, aber ich meine, wenn ihr vielleicht noch nicht dazu kommen könnt, das Spiel zu öffnen oder so. Ich liebe es, Nachrichten zu bekommen oder allgemein gestört zu werden. Genau denn, wenn ich ein Video mache. Vorher absolut nichts. Jetzt natürlich. Nee, okay. Nun gut, ja. Also, was für Schiffe können wir bauen? Wie schon vorher gesagt, wir haben jetzt ein russisches Rerun, also ein russisches Wiederholungsevent. Das heißt, eben auch wie gesagt, mit diesen neuen Tickets ist natürlich auch eine andere Regel sozusagen reingekommen. Nämlich sind Wiederholungsevents tatsächlich jetzt nur noch 7 Tage lang. Das heißt, eine Woche haben wir Zeit, das ganze Zeug zu bekommen. Die Sache ist aber, das finde ich auch noch sehr interessant, dass wir trotz allem eigentlich fast genau gleich viele Belohnungen abholen können. Und ich meine, auch wenn man jetzt denkt, das macht absolut gar keinen Sinn. Wenn man das Event kürzer macht, kann man doch nicht gleich viele Belohnungen bekommen. Tja, da haben sich die Leute auch gedacht, ja, okay, das werden vielleicht die Leute merken. Die sind wahrscheinlich nicht so nicht schlau, wie man gedacht hat. Sie sind doch ein bisschen smart im Kopf. Nein, natürlich, um das fair zu machen, um diese wenige Zeit, die wir jetzt haben, für diese Wiederholungsevents gerecht zu machen, bekommen wir natürlich auch dementsprechend mehr Belohnungen. Und das tut das Ganze ausgleichen. Und ich würde jetzt schwer schätzen, als kleine Wiedergutmachen, dass wir es auch wirklich viel weniger Zeit haben für diese Wiederholungsevents, haben sie eben diese Gratis-Tickets hinzugefügt und die möchte ich euch jetzt zeigen.
Also hier sehen wir den Banner und wir können natürlich hier auch eine kleine Sache sehen. Neben unseren Würfel der Weisheiten haben wir noch eine weitere Ressource sozusagen bekommen. Da können wir es auch schon sehen. Ich kann auch ein bisschen mehr ranzoomen, da kann man es auch ein bisschen besser sehen. Da steht Build und da sehen wir einen Würfel der Weisheit. Ein Ticket, ich glaube, also das klingt vielleicht wirklich unglaublich seltsam und komisch. Aber ich würde mir das gerne irgendwie einfach so wirklich ausdrucken, aber natürlich in hoher Qualität. Und mir das einfach irgendwo hinhängen. Einfach so, ja Mann, das gefällt mir. Das möchte ich mir direkt an die Wand hängen. Ich meine, im echten Leben kann ich nicht wirklich viel damit machen. Ich meine, ich kann ja schlecht mit dem gehen, zum nächsten Hafen gehen und sagen, du, bau mir ein Schiff. Dieses Ticket übernimmt meine Kosten. Oh mein Gott. Ich meine, ich würde ja nicht nein sagen, würde das halt wirklich. Ja, Geld. Okay. Ja, genau. Jedenfalls haben wir hier eben neben den Würfel der Weisheiten noch diese Tickets da. Und wie gesagt, diese Tickets sind eine ganz tolle Sache, denn diese Tickets können wir einlösen, müssen wir tatsächlich sogar einlösen, bevor wir unsere Würfel der Weisheiten nutzen können, um hier die Schiffe bei diesem Event bauen zu können. Eine Sache sollt ihr aber natürlich wissen, diese Tickets gelten nur für diesen Bundle. Also wenn ihr jetzt irgendwo anders hingeht, dann sind sie nicht da. Das heißt, die gelten nur für dieses Event. Und da kann man es hier auch schon, das ist auch eine weitere kleine Nachricht, Shipbuilding Support Tickets. Gut, man kann sie auch Support Tickets nennen, aber ich glaube, wenn man Gratis-Tickets sagt und die meisten Leute, wo das Spiel spielen, kennen jedenfalls diese Ressource, werden wahrscheinlich schon wissen, was man meint. Und ich meine, wenn man gratis sagt, ich meine, wirklich fast 95 aller Leute wissen gratis, das ist ja doch schon das Cooles und so. Ja. Und irgendwie habe ich wohl das Gefühl, das klingt für die meisten Leute einfach besser. So richtig, oh, gratis, egal, Digga. Ich meine, so einen kleinen Tipp in echt, wenn etwas gratis ist, ist es nicht unbedingt gut. Aber hier in diesem Spiel sind diese Gratis-Tickets die beste Sache, die jemals dem Spiel hinzugefügt wurde. Natürlich aber nur bei Wiederholungs-Events. So. Was hier natürlich nicht steht, aber ich glaube, wenn man hier geht, genau, hier steht es auf Englisch: The following item will be consumed to build. Ja, einfach nochmal auf Deutsch gesagt, bevor wir unsere Würfel der Weisheiten benutzen können, sozusagen, müssen wir zuerst diese Tickets benutzen, was natürlich auch irgendwie Sinn macht. Denn ich meine, für was sammeln wir diese Tickets, wenn wir dann, also ich meine, ne, wenn, also wenn es wirklich Leute gäbe, die wirklich lieber die Würfel der Weisheiten benutzen und diese Gratis-Tickets einfach sammeln für nichts. Also ich weiß auch nicht gerade, was mit denen kaputt ist. Vielleicht haben sie auch einfach zu viel, ich weiß es nicht. Aber ich meine wirklich, ohne Scheiß, Digga, bevor ihr eure Würfel der Weisheiten benutzt, würde ich euch einen guten Rat ans Herz legen und sammelt erstmal diese Karten, also diese Gratis-Tickets oder wie ihr sie auch nennen könnt, Support-Tickets. Sammelt erstmal diese, nutzt dann erstmal diese. Danach, sagen wir so am zweitletzten Tag oder am letzten Tag, dann könnt ihr mit euren Würfel der Weisheiten reinhauen, wenn ihr unbedingt noch ein Schiff von hier missen tut. Aber ansonsten ist es nicht ratsam, eure Würfel der Weisheiten jetzt schon direkt alle rauszuholen. Nehmt euch Zeit, sammelt diese Tickets, die sind wirklich verdammt kostbar. Und es kann wirklich gut sein, dass ihr dann auch halt wirklich genau das bekommt, was ihr wollt. Ich meine, ja, ich weiß, Glück kann einem manchmal schon gerne ins Gesicht schlagen, aber steht einfach wieder auf. Nicht aufgeben. Ich habe jedenfalls in diesem Spiel, in diesem Chat, habe ich schon wirklich genug Leute gesehen, die heulen und jammern die ganze Zeit herum, weil sie halt ein bestimmtes Schiff noch nicht bekommen haben. Ich meine, Kollege,
Es ist gerade erstmal der erste Tag. Spam doch nicht gerade alles jetzt. Chill doch ein bisschen und warte erstmal ab, was passieren wird. Das ist halt so, das ist halt so eine Sache. Ich meine, jeder soll schon machen, was er möchte. Aber wenn jemand halt wirklich konstant die ganze Zeit rumheult, weil er etwas nicht bekommt, jedenfalls im öffentlichen Chat, wenn sogar noch, das muss doch echt nicht sein. Ich finde das halt wirklich nervig, ne? Das ist eigentlich auch genauso im echten Leben. Wenn jemand mich die ganze Zeit voll heult, weil er etwas nicht bekommen hat oder so. Das muss wirklich nicht sein, Digga. Das muss wirklich nicht sein. Ich sage euch einfach eins. Ich habe auch früher als Kind und auch heutzutage gibt es immer wieder Sachen, die ich auch sehr gerne möchte. Aber ich kann sie nicht einfach. Ich kann manchmal nicht einfach alles bekommen, was ich möchte. Ich muss mich eingrenzen. Das heißt jetzt irgendwie, wenn ich vielleicht irgendwo ein cooles Spiel sehe für, keine Ahnung, Switch oder App Store oder Wii U oder was weiß ich, 3DS, ne? Und ich irgendwo ein anderes Spiel sehe, das ich auch unbedingt möchte, aber ich kann mir nicht beides leisten. Und ich sehe sogar drei oder vier Spiele, das ist auch schon mal vorgekommen. Ich habe so mehrere Spiele gesehen. Ich muss mich aber dann für eins entscheiden, weil ich habe ja nicht Geld wie ein Millionär, ne? Und dann später, wenn ich hier wieder genug Geld habe, um mir vielleicht ein zweites zu holen, dann ist es nicht mehr da. Ja, kann ich auch nicht die ganze Zeit rumheulen. Es ist nicht da. Es ist nicht da. Nein, das Leben geht weiter. Und vor allem in dieser Zeit, wo du rumheulst, könntest du dich schon für etwas anderes umgucken oder so, ne? Naja, nun gut. Nun ja, jetzt nochmal zurück zu dem. Und was für Schiffe können wir denn bauen? Diese hier, und das sind gar nicht wenige. Ich glaube, wir hatten schon mal sechs Schiffe in einem Banner zum Ziehen, aber fünf sind auch schon viel. Also, Wema von Elite zu SR rauf. Wir haben hier kein ultra seltenes Schiff, deswegen nur bis SR. Also. Wir haben hier Gremiaci, ein Zerstörer. Dann haben wir Murmansk, ein Kreuzer. Fun Fact: Murmansk war, soweit ich verstanden habe, tatsächlich original ein amerikanischer Kreuzer der Marblehead-Klasse. Oder wie hieß die Klasse nochmal? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht, Moment. Nein, der Moment. Ich muss kurz schnell. Ich muss schnell nachgucken. Meine Dings. Nein, von der Omaha-Klasse, oder? Jetzt weiß ich gerade nicht. Jetzt weiß ich es gerade wirklich nicht. Also Marblehead. Ja, Marblehead ist nicht von der Marblehead-Klasse, ich bin dumm. Marblehead, so wie auch eben Murmansk, kommen tatsächlich ursprünglich aus der amerikanischen Kreuzerklasse, Omaha-Klasse. Und wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr gerne auf Google nachgucken. So. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr schöne Designs. Was mir selber gefällt. Vor allem Murmansk ist wirklich unglaublich gut. Also mir gefällt es wirklich. Nun gut, dann weiter hätten wir Kirov. Kreuzer. Und ich finde, sie hat wirklich fast einer der coolsten Designs. Und ich finde sie sogar mit ihrer Pose, was sie macht, eigentlich recht cool. Mal schnell so. Dann hier. Genau, hier. So, hier ist sie. Und ich finde, das sieht doch wirklich episch aus. Wie sie. Ist das ein Schwert? Das ist ein Schwert. Wie sie ihr Schwert nach vorne lässt. Also, das sieht wirklich unglaublich cool aus. Das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich ein cooles Design. Bei den russischen Schiffen in Azur Lane ist es ja vielmals so, dass sie noch so ein Eisbären im Hintergrund haben und ich finde, der ist hier auch sehr cool umgesetzt. Hier noch
Hauptgeschütze, hier noch Ketten, ja, wobei Ketten bin jetzt selber nicht der größte Kettenfan, aber die Kette führt ja auch nicht nur zu diesen stacheligen Dinger, sondern auch zu ihrem Anker. Das finde ich auch schön, dass der auch noch irgendwie im Design mit drin gelandet ist. Wirklich sehr cool. Sie hat auch schöne, lange weiße Haare. Der Hut, naja, wem es gefällt. Aber ansonsten, hoppla, ein wirklich, wirklich cooles Design. Supporte ich komplett. Dann als nächstes hätten wir Tallinn. Das ist nicht nur ein Ort in Russland, so wie auch Kirov, sondern auch ein Schwerkreuzer der Russen. Wobei hier haben wir wieder eine tatsächlich etwas ähnliche Geschichte wie mit Murmansk. Nämlich ist Tallinn ursprünglich gar nicht mal ein russisches Schiff gewesen. Tallinn war eigentlich ein deutscher Schwerkreuzer. Schockierend. Ich meine, gut, die das jetzt wussten, die sind natürlich jetzt auch unglaublich schockiert. Ich bin mir ziemlich sicher, aber keine Panik. Holt Luft, trinkt Wasser, geht duschen, geht Abendessen, schlaft, wacht auf und dann sollt ihr wieder bereit sein. Nämlich kommt Tallinn ursprünglich aus der deutschen Kreuzerklasse Admiral Hipper-Klasse. So wie ich an Informationen bekommen habe, ist sie, glaube ich, sogar das vierte Schiff. Danach kommt Prinz Eugen, glaube ich. Danach Blücher und danach das erste Schiff von der Admiral Heber-Klasse ist auch logischerweise Admiral Heber selber. Trotz allem ist das Schiff dann halt im Bau oder so, gerade fast fertig beim Bau, wurde das dann an den Russen weiterverkauft oder so. Und dadurch ist das Schiff, hat das Schiff dann sozusagen russische Anker bekommen zum Teil und ist dann unter dem Kommando von Russland oder der Sowjetunion, besser gesagt, gefahren sozusagen. Und auch hier wieder, das möchte ich eigentlich am liebsten gleich wieder hier zeigen, auch hier wieder. Unglaublich cooles Design. Wobei hier ist noch ein bisschen so eine Sache, die ich jetzt selber nicht so ganz verstehe, aber naja, das hat wohl einen gewissen Grund. Das hängt wohl doch ein bisschen zusammen mit sogar einer anderen Sache, die ich euch gleich zeige. Nämlich hier in ihrem Design sehen wir ihre Hauptgeschütze. Und wer die Tallinn Schwerkreuzer schon mal gesehen hat, weiß, dass sie ja eigentlich dann später diese Dreifachtürme, Drillingstürme mal 180 mm bekommen hat. Hier in diesem Design können wir aber noch die alten Hauptgeschütze sehen. Das sind, wenn mich nicht sogar alles täuscht, sogar noch die originalen Hauptgeschütze der Deutschen, nämlich die Doppel-, Zweifach-, Zweirohr. 203 mm Hauptgeschütze, da wir eben die Admiral Hipper-Klasse haben. Also ich habe einfach das Gefühl, dass es ein bisschen zusammenhängt, dass sie so manche Schiffe von was weiß ich wo nehmen. Und wenn diese Schiffe in dieser Laufzeit ihre Hauptgeschütze gewechselt haben zu größerem Kaliber oder doch kleinerem Kaliber, je nachdem, ist eigentlich auch egal eigentlich, dass das Design genommen wird, was sie als erstes hatten. Ne? Also das, was Tallinn zuerst hatte, diese Hauptgeschütze. Und nicht die Hauptgeschütze, die sie später bekommen hat. Wir haben etwas eigentlich fast genau Gleiches. Ich kann nicht schreiben. Mit der KMS Gneisenau. Und das ist ihr Design. Hat natürlich nichts mit dem Event zu tun, aber es gibt also eine Sache. Wer Azur Lane spielt und sogar World of Warships, was nicht mal ein großer Zufall wäre, der weiß, dass die Gneisenau ja eigentlich Zwillingstürme hat, mal
380 mm. Was wir hier aber sehen, sind aber noch die älteren Drillingstürme. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind es sogar die Kleinkaliber-Drillingstürme der deutschen Schlachtkreuzer, nämlich die 283 mm Drillingstürme, so wie die Scharnhorst sie hat. Ja, meine lieben Leute, die Gneisenau, weil sie halt die Schwester ist von der Scharnhorst, hatte am Anfang ja eigentlich die genau gleichen Hauptgeschütze wie die Scharnhorst, ihre Schwester. Jedenfalls bei der Gneisenau weiß ich das, ob das bei der Scharnhorst je passiert ist, weiß ich jetzt nicht. Wurde bei der Gneisenau diese Hauptgeschütze dann doch mal gewechselt durch die neueren, größeren Kaliber 380 mm. Das war natürlich ein Riesensprung. Und das hat die Gneisenau doch manchmal doch gefährlicher gemacht, als sie wahrscheinlich war. Ja, hat es natürlich. Mein Gott. Aber trotz allem haben wir hier in Azur Lane das ältere Design, wo sie eben noch diese Drillingstürme hat. Warum und alles? Ich habe natürlich auch so keine Ahnung. Frag mich nicht. Frag die anderen Leute. Vielleicht wissen es die. Ich weiß es nicht. Gut. Mein Gott. Und ja, so viel dazu. Ansonsten auch, was ich sagen wollte, wirklich sehr schönes Design. Und ich finde es auch immer wieder besonders, wie wir hier wieder eine gewisse Ähnlichkeit haben mit einem anderen Schiff hier. Aber das macht ja zum Teil Sinn, aber zum Teil auch nicht. Ich frage mich halt schon ein bisschen, aber hey. Ja, ich weiß auch nicht wirklich. Also, hier haben wir Talin, das ist ihr Design. Wenn wir einfach ein bisschen näher kommen und ihre Haare angucken, was sehen wir genau? Sie sind lang, offen, weiß und sie hat hier so einen kleinen roten Strich. Ja, jetzt. Sie ist ja von der Admiral Hipper-Klasse. Und was sehen wir hier? Blonde, offene Haare und nichts Rotes. Okay. Und jetzt gucken wir uns die Prinz Eugen an. Und was haben wir hier? Oh, weiße, offene Haare mit dem roten Strich. Warum das denn? Ich weiß es nicht. Ich kann es wenig sagen. Ich meine, ich selber habe ja nicht wirklich viel was dagegen. Ich meine, Prinz Eugen, ja, ist mein Waifu. Auch das von vielen anderen, aber vor allem für mich. Und mir gefällt das. Und wenn ich dann so Talin sehe, das ist wirklich, also, gefällt mir auch ziemlich gut. Ja. Aber ich weiß halt wirklich nicht, in Gottes Namen, ob das jetzt viel Sinn macht. Das ist also eine Sache gibt es da noch. So. So. Jetzt gehen wir mal zu Blüche. Sie gehört ja auch zur Admiral Hipper-Klasse. Und was sehen wir hier? Ebenfalls blonde, offige, lange Haare. Nix so roter Strich. Also ich weiß halt wirklich nicht, was. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Was jetzt Talin und Prinz Eugen jetzt so nah bringen. Und zur Hipper und Blücher nicht. Ich verstehe es nicht. X nix verstehen, warum das so entschieden wurde. Aber ja. So eine kleine Sache, die mir einfach so aufgefallen ist. Nun denn. Ja, so viel zu Talin und dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Schiff, das wir uns leisten können. Ja, eigentlich schon, aber ich meine bauen, mein Gott. Nämlich ein russisches Schlachtschiff. Sowetskaja Belorussia. Sie mit dem blauen Haar einfach. Mein Gott, Hals, Hals, Hals. Kratzt ein bisschen. So. Sie ebenfalls ein wirklich nices Design, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Hier kamen wir, ne, also wer meine Videos schon gesehen hat, der weiß, sollte langsam wissen, ich liebe es, wenn man den Anker
oder Hauptgeschütze oder Sekundär oder Flugabwehr. Wenn man das im Design sehen kann, finde ich das schon sehr cool und bekommt von mir auf jeden Fall schon sehr viele Pluspunkte. Plus noch, wenn das Design selber von, sagen wir mal, der menschlichen Form des Schiffes auch gut ist, so wie hier. Ja, also es sieht auch irgendwie so aus, als würde sie den Boden unter sich förmlich wegdrücken. Das ist auch sehr interessant.